Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Und ich bin gerade in der Stadt, weil ich keine Ahnung habe. Die, ja. Gemacht, weil ich den Speicherstand verloren hatte, teilweise. Und deswegen habe ich es nochmal gemacht. Ja. Genauso wie das. Und das. Und ich habe das Falsche weggeworfen. Okay. Als nächstes gehe ich nach... Keine Ahnung. Nicht das hieß. Ach man. Das ist nervig, dass man dann erst nach Fausthaufen fallen muss. Eher man nach der andere Stadt kommt. Grafikputz, die. Deswegen mache ich das mal ganz schnell. Ja. Und das Team sieht so aus. Finde ich ganz gut. Ich muss mir mal kurz was verändern. Sieht schon nicht ganz so schön aus, aber... Und zu tun jetzt dann. Besser. Denke ich mal. Nun. Ich hab's ja gerade gemischt. Das ist ja auch getan. Das dürfte jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich bin diesem Rad von hinten total schlecht. Ich weiß nicht, wie die anderen das da hinkriegen. Aber egal. Ich will gucken, ob ich noch zu drüber kann. Ja, jetzt schon. Jetzt weiter. Ganz normal. Das ist gerade ein bisschen zu stark. Deswegen gebe ich es hier. Reporter, die ganz einfach zu besiegen sind. Mal Schwarzflügel und Flügelschwein.
Ja, das ist so, ne? Und Frühschlange. Hallo, warum sitzt ihr das hier auf Flatter ein? Erstaunlich, erstaunlich, wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Außergewöhnliches, als ich dich gesehen habe. Oh, ich schulde dir eine Erklärung. Wir reisen durch das Land und führen Tränen an oder irgendwas. Oh, danke. Kurz und nett, bitte. Sehen, was es so gibt. Bruder. Nein. Tunnel drauf. Genau. Wenn ich schon Fernsehen bin, dann würde ich schon mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber was sagst du zu einem Kämpfchen? Nils durfte schon besiegt werden. Was ist denn da? Das wollte ich nicht so aussieht. Nein, doch nicht. Und dann? Nein. Zack. Siegt. Mehrere. Okay, gut. Hier wird schon mein nächstes Teammitglied fallen. Der Schwinker. Meine Pokémon hat sich in Schwung und haben die Ehre, gegen dich zu kämpfen und zu verlieren. So wie jeder andere und so weiter. Ist auf dem Wildkopf. Aber egal. Okay, wir heilen deine Pokémon. Und jederzeit wieder vorbei. Sie wünscht uns den Tod. Was ist gemein? Lauf bitte. Ha! Ich bin stark. Ich weine bestimmt nicht, wenn ich verliere. Und wird er weinen? Wir werden es raus. Ja, das war jetzt gerade eine kurze Unterbrechung. Bis zum nächsten Trainerkampf. Schwalbini. Muss doch schnell besiegt sein. Den kenne ich, ja. Lombrero. Besiegt. Kleinstein. Ursprünglich Barbofen. Nö, ist schon. Etten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. Das ist immer noch dieser 12. Part, aber... Naja. Eine Gewohnheit. Absorber. Muss da eigentlich schnell gehen. Auch immer, was ich jetzt was getan habe.
Noch einer, den ich nicht schaffe. Ja. Ich aha, wie wär's, wenn wir kämpfen und ich? Ha, Mist. Das ist auch schon gesiegt. Guck mal, wir bleiben nur die anderen, die im Laufwechselfeld waren. Sie sind spät dran. Komm. Muss das auch schon schnell gehen hier. Nutzen. Ah, okay. Ja. Erst. Und? Es wird ausbrechen nach dem zweiten Mal. Eins, zwei, jetzt gebracht. Ja. Und das war's. Noch schnell den Typ hier besiegen. Okay. Zeig, wie stark deine Pokémon geworden sind. Und das, obwohl wir erst seit gerade eben kennen. Heute erst trainiert man uns auf Level 32, um diesen hässlichen Arena leider zu schaffen. Dann ist man viel zu stark. Selbst Level 30 hätte ich mir, glaube ich, nicht geschafft. Das Lustige. Und das muss man ganz schnell mit Fliegenschlag. Ist der Typ in der Geheimbasis? Die Geheimbasis und wo du diesen, zum Beispiel diesen Baum da schon machen kannst und dann die halt in die Geheimbasis. Und es gibt mit der Attacke kein Power. Hier schon mal schnell heilen. Gut, meine Güte, sind deine Pokémon nicht erschöpft? Wenn du magst, ruh dich doch hier aus. Das ist doch eine gute Idee, oder? Genau, nimm die Zeit und ruh dich aus. Und meine Güte, sind deine Pokémon immer noch müde? Ja, genau. Ja, vielleicht bekommen wir da was. Also wenn ihr das 50 Mal macht, dann bekommt ihr 10 Sonderbonbons. Aber dazu habe ich jetzt keine Lust. Auf der Suche nach Tränen. Hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 111. Wir versuchen ein neues großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf den Trainer Pikachu. Es war an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Die beste Art des Könnens eines Trainers festzustellen, ist, das Tempo des Kampfes anzuheben. Und das haben wir gemacht. Und so endet schließlich der Kampf gegen Pikachu. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Ja. Pikachu ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein.
Die Kombination von Zubiris und Schwalbini war einfach göttlich. Schon die Ausstrahlung der beiden ließ erkennen, dass sie sich gegenseitig uneingeschränkt und unterstützt. Der Trainer setzt das letzte Attacke-Nachtnebel an. Die Attacke-Nachtnebel ist das Zeichen der Freundschaft zwischen Zubiris und Schwalbini. Nach dem Kampf bei den Pickaxe um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte Blödkopf. Die Pokémon Zubiris und Schwalbini von Pickaxe und Blödkopf? Sehr tiefsinnig. Da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Nein, eigentlich nicht. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Sendung. Ja. Bis zur nächsten Sendung. Noch der eine Trainer hier. Oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafte Schauspieler. Oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafte Schauspieler. Achso, ich möchte sie gern einmarschieren. Einmarschieren, genau. Das ist mir jetzt seltsam. Sehr seltsam. Kopfnuss ist also stärker als Metallklaue. Das macht Wasser. Wasser war da gut. Der schmeckt ein bisschen mit einer Wasserattacke. Kommt so vor eigentlich. Genau. Ich hab schon was. Ganz unerwartet. Und jetzt ist es nutzlos. Nein. Schwallschiff. Und hier male ich ein Viereck. Aus dem Viereck mache ich ein... Keine Ahnung. Aus dem Palantir. Und hier mache ich... Keine Ahnung. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, Pokémon Saphir.